Wir fahren durch Longlong, von Davao getrennt durch den Davao River. Die Stadt Longlong ist etwa 13 Kilometer von Davao entfernt. Das Gebiet um Longlong, durch das wir jetzt gerade fahren, ist durch die starken Regenfälle Ende 2016 ziemlich beeinträchtigt. Wir wollen zur Shinmo-Pagode, eine Fahrt, die normalerweise 2 Stunden dauern sollte. Zunächst aber stoppen wir beim Toh-Chial-Wasserfall. Diesen Wasserfall haben wir schon im Internet bewundert, aber als wir ankamen, ist alles da nur kein Wasserfall. Den gibt es nämlich nur während der Regenzeit, wie wir nun erfahren. Also müssen wir uns mit der Umgebung begnügen. Nach wenigen Minuten fahren wir aber schon wieder weiter, um dann anderorts zu stoppen, nämlich hier. Bei einer hübschen kleinen Pagode, direkt am Wasser gelegen. Mehr können wir darüber aber nicht in Erfahrung bringen. Aber es ist eine wunderschöne Gegend und bietet herrliche Motive für unsere Fotos und Videoaufnahmen. Nach circa 10 Minuten Aufenthalt hier fahren wir dann weiter und nach sage und schreibe 4 Stunden statt der üblichen 2 erreichen wir dann endlich die Shinmo-Pagode. Die Pagode ist für jeden Einwohner Davaos und Longlongs ein Pflichtbesuch. Früher wurde die Pagode allerdings kaum besucht und zwar aus 2 Gründen. Erstens glaubte man, dass es dort viele Schlangen gäbe, die alle verhexen, die mal Böses oder Schlechtes geredet haben. Also müssen ja viele Einheimische ein schlechtes Gewissen haben, oder? Der zweite Grund ist, dass es bis vor wenigen Jahren keine Straßenverbindung hierher gab. Man konnte die Pagode nur per Boot auf dem Davao River erreichen. Aber die Bootsfahrt hierher ist ziemlich gefährlich. Oder die Schlange. Die Schlange, ja. König. Sie verhessen, wenn jemand falsch oder ja unhöflich gemacht oder getan hat. So. Und dann sie wurden verhessen. Und deswegen, verhext, man weiß nicht genau, was ich falsch oder oder man sagt sofort unhöfliche Sache. Und dann wird verhessen. Und deswegen aus Angst, sie bist du kein Selbst. Auch in dieser Pagode gibt es einen eigenen Bereich für Männer. Der Zutritt für Frauen ist hier verboten. Warum, weiß ich eigentlich nicht, denn sonderlich Aufregendes gibt es hier nicht zu sehen. Es ist wieder mal an der Zeit für Fotos mit den Einheimischen. Diesmal ist Doris das Objekt der Begierde. Musik.
Ein Weg durch den Wald führt zu einer kleinen Höhle mit einer liegenden und einer sitzenden Buddha-Statue. Die von den Einheimischen angebrachten Räucherstäbchen scheinen die Felsen zu tragen. Eine lockere Unterhaltung mit einem Mönch und den Einheimischen beendet schließlich unseren Besuch hier auf der Pagode. Auf der Rückfahrt bleiben wir beim Fischerdorf Chai Lo stehen, um ein paar Schnappschüsse zu machen. Bereits jetzt ist klar, dass wir nicht vor Einbruch der Dunkelheit zurück im Bungalow sein werden. Unser Plan, Dawei Stadt zu besichtigen, der hat sich leider erledigt.